weshalb ich hier bin. Weil das so einfach nicht mehr zu tolerieren ist, dass unser Verein von so inkompetenten, rückgratlosen Leuten geführt wird. Das ist traurig, ne? Wir haben jetzt die Gründungsmitglied bei der ersten Liga, wir sind Traditionsverein. Und dass wir kurz vor der vierten Liga stehen, das ist natürlich schlimm. Dass man einerseits Ivo Grilic seit Monaten immer noch freie Hand lässt, obwohl er nicht nur meiner Meinung nach, sondern der Meinung der meisten Fans nach, die Wurzel allen Übels ist, das prangere ich den Verantwortlichen wirklich an. Jetzt muss auch ganz ehrlich gesagt noch Grilic gehen und der Ingowald. Wir müssen komplett was Neues finden, weil so geht das nicht weiter. Ja, ordentlich Zündstoff derzeit beim MSV Duisburg und vor allem eine Personalie spaltet gerade die Zebra-Gemüter, nämlich Sportdirektor Ivo Grilic. Die große Frage, wie als Verein in Zukunft damit umgehen? Ja, darüber und über noch viel mehr spreche ich heute mit Ralf Koss. Er ist Autor vom Zebra-Streifenblog und natürlich selbst auch MSV-Anhänger. Hallo Ralf, ich grüße dich. Hallo, schön, dass ich da hier antworten kann. Sehr, sehr gerne. Ralf, du hast die Bilder gesehen vom Mittwoch. Ich denke mal, ich gehe einfach mal davon aus, die sind ja auch so ein bisschen ja, unter die Haut gegangen. Hat dich die Reaktion der vielen MSV-Fans am Stadion überrascht? Nein, überhaupt nicht. Also das war zu erwarten gewesen, weil es ja im Moment nicht im Stadion eine Möglichkeit gibt, seine Meinung kundzutun. Also und die Diskussion in den sozialen Medien, die waren ja mit der Verpflichtung von Gino Lettieri, waren die doch sofort da. Also und wenn dann die Leistung des MSV nicht stimmt, dann bleibt wenig Möglichkeit, seinen Sorgen Ausdruck zu verleihen. Das war ja, letztlich war es etwas, um zu sagen, wir haben Angst um diesen Verein, macht was, ja. Wir wissen, wie schwierig die Situation ist. Also von daher hat es mich überhaupt nicht überrascht. Und jetzt haben die Anhänger, die auch vor Ort waren, ja klare Forderungen gestellt. 50%, wenn man so will, wurden erfüllt. Das ist einmal der jetzt mittlerweile ehemalige Trainer Gino Lettieri, der seinen Hut nehmen musste. Viele fordern aber auch, dass Ivo Grilic als Sportdirektor auch gehen muss. Wo siehst du, hat er Fehler gemacht in der Vergangenheit? Ja, zunächst mal, ich bin da anderer Meinung. Also ich sehe überhaupt nicht die Möglichkeit, dass Ivo Grilic jetzt im Moment hätte entlassen werden können. Also ich bin da gar nicht so unglücklich mit der Entscheidung, weil aus meiner Sicht sonst ein riesiges Vakuum entstanden wäre in dieser sportlichen Betrachtung des Vereins. Also wo gibt's da sofort dann jemanden, der dann einspringt? Das wäre für mich die Frage gewesen. Deswegen bin ich da eigentlich ganz mit zufrieden, so wie es gesagt wird, nämlich mit einer momentanen nicht nötigen Handlungsfähigkeit. So, und die Fehler. Der entscheidende Fehler ist für mich tatsächlich die Verpflichtung von Gino Lettieri gewesen, die offenbart hat, wie an der Stelle überhaupt nicht mehr strukturell gedacht wurde, sondern perspektivisch gedacht wurde, sondern nur noch wirklich hilflos versucht wurde, etwas zu retten, was vorher schon in eine Schieflage geraten ist. Ja, also man kann immer Spieler so bewerten, dass man es schief liegt, es funktioniert nicht immer, man kann Pech haben oder so. Aber bei dieser Entscheidung, das ist so schief gelaufen und ich bin auch ein bisschen ärgerlich darüber, dass in der öffentlichen Wahrnehmung momentan einfach nur gesagt wird, die Stimmung war gegen Gino Lettieri. Es gab gute Argumente, die wurden von Anfang an getauscht, damit man diesen Trainer nicht verpflichtet. Also bei seiner ersten Verpflichtung, bei seinem ersten Engagement beim MSV, haben sich all diese Nachteile ja schon offenbart. Also von daher ist es nicht nur eine einfache Stimmung gewesen, die war argumentativ begründet. Also von daher, das geht jetzt in eine kleine andere Richtung, ja, weil natürlich verbindet sich die Situation von Ivo Grilic mit perspektivischem Denken, also mit dem Konzept, was über den Haufen geworfen wurde. Also Ausbildungsverein, wo ist das hin? Also das ist mit Gino Lettieri völlig in die Tonne gekloppt worden. Und da habe ich dann natürlich Sorge, wird da wieder drauf zurückgegangen? Wie sieht das aus? Gibt es irgendein konzeptionelles Denken in der Zukunft, was nicht nur von Ivo Grilic verwaltet wird?
Jetzt steht aber am Sonntag auch wieder ein Knallerspiel auf dem Programm. Sechs-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt, im Tabellenkeller. Jetzt gerade mit den ganz vielen Störfeuern natürlich auch, passt das so gar nicht so richtig ins Bild, jetzt sich wieder aufs Sportliche konzentrieren zu müssen. Trotzdem, wir lassen uns natürlich positiv überraschen. Trotzdem, geht jetzt dieses Spiel in die Hose? Muss man dann, du hast ja gesagt, es gibt im Moment eigentlich keine Alternative für Ivo Grilic, aber muss man dann letzten Endes bei der nächsten Niederlage trotzdem drüber nachdenken? Also, ich meine, was ist dann, was wäre dann die Folge, wenn man dann sofort jemanden hätte, der dessen Aufgaben übernimmt? Klar, dann kann man darüber nachdenken. Andererseits, wenn es den nicht gibt, dann muss man irgendwie kommunizieren, was ist der weitere Plan? Das ist für mich die alternative Möglichkeit. Es ist ja auch eine Frage des Geldes. Also natürlich gibt es jetzt die große Capelli-Finanzspritze. Ja? Und das ist auch Ingo Wald zuzurechnen, dass das gelungen ist. Ja? Und trotzdem ist es ja weiterhin nicht etwas, was wir einfach aus der Geld, das wir aus der Hand geben können. Also da müssen viele Dinge gleichzeitig berücksichtigt werden. Ich bin mehr für kluges, abwartendes Handeln als für schnelles Entscheiden, um irgendwelchen Stimmungen nachzugehen. Dann warten wir das auf jeden Fall ab, ist eh immer besser. Vielleicht trotzdem nochmal, Ralf, kurz der Blick so in die Glaskugel. Also der Optimismus schwindet ja im Moment bei vielen und wir wollen dieses Bild mal so ein bisschen zu Ende malen. Wie guckst du grundsätzlich in die fernere Zukunft vom MSV, wenn jetzt gerade die Regionalliga so sehr droht? Also für mich ist der MSV ja die ganze Zeit immer ein Verein, der an der Grenze zu dieser zweiten Liga spielt und im Grunde genommen eher mit den Spitzenvereinen der Regionalliga vergleichbar ist. Also natürlich wollen wir wieder in die zweite Liga. Und bislang war es ja nicht sicher, ob wir in der Regionalliga überhaupt überleben werden. Aber mit Capelli jetzt im Rücken bin ich da wieder ein bisschen beruhigter. Also von daher sicher könnte es darunter gehen und dann muss man gucken, ob da ist es ja noch schwieriger, dann wieder rauszukommen. Also besser ist es natürlich, man bleibt drin in der dritten Liga. Also das ist keine Frage. Trotzdem, in der Regionalliga wird der Fanstamm auch wieder dabei sein. Das macht ja diesen Verein aus, dass es doch eine sehr intensive Verbundenheit seiner Anhängerschaft gibt. Die 10.000 Leute, die da als Stamm in der zweiten Liga und in der dritten Liga dann eigentlich immer da sind, die werden aus meiner Sicht auch in der Regionalliga da sein. Und ich glaube, die braucht der Fans auch ganz dringend in dieser Situation. Ralf, ich danke dir ganz herzlich für spannende Einblicke. Ralf Koss, Autor vom Zebrastreifen-Blog, MSV-Fan, ich danke dir ganz herzlich auch für deine Zeit. Ja, ich danke, dass ich meine Meinung habe kundtun dürfen.